Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer hier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Schulpsychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Und heute haben wir, wenn man so will, so ein Update zu dem Video, was ich mal gemacht habe. Ich hoffe, ich verlinke das hier. Einzige Frage, die wichtig ist in toxischen Beziehungen. Gibt übrigens jetzt, könnt weiter einsteigen, die Wohlfühl-Challenge und Selbstliebe-Challenge Advanced jetzt hier im Februar. Und natürlich kommt dann ganz bald der Kurs Passive Bindungsangst. Hallo lieber Christian, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll klar ich sehe, seitdem ich dir auf sämtlichen Kanälen folge. Ich programmiere gerade fleißig mein Liebeschip um, bin in den Endzügen deines entsprechenden Kurses und werde nach und nach alles weitere mit Hilfe deiner Kurse angehen. Vermute mal, redet vom Modul 1 hier, ne, meinem Basiskurs, weil das tatsächlich einfach der Shit ist. Gott, wo stünde ich nur ohne diese unendlich schlüssigen Dinge, die du lehrst. Danke, dass du es immer noch nicht leid bist, die Gäste, die sich am toxischen Buffet den Wanz vollschlagen, zu zitieren und unermüdlich wieder deinen kostbaren Input weiterzugeben. Ja, danke, dass ihr alle weiterhin dabei seid. Ganz vorne am Buffet stand übrigens ich, scheinbar unersättlich nach dem giftigen Zeug. Erste Runde drehte ich vor 2,5 Jahren. Ich bin in den 30ern. Ja, sehr lange verheiratet, Kind, Ehe tot gearbeitet, wissen, dass es nicht mehr gut tut, inklusive Paartherapie, aber noch zu wenig traut, um den letzten Schritt zu gehen. Leere Eimer in jeder Hinsicht, treffe ich durch Zufall auf einen Arbeitskollegen. Naja, gut, ich will jetzt nicht wieder das sagen mit keine Dreieck. Ich meine, du bist ja auch, ist ja auch in der Vergangenheit, du wirst es wissen. Aber was du schon sagst hier, dass eben auch diese leeren Eimer häufig in diese Beziehungen führen. Ne? Muss nicht immer die Kindheit sein. So. Aber ein Zufall ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Das kann, also irgendwie kommt immer der richtige Partner. Und wenn es ein Arschengel ist. Ne? Wir kamen ins Schreiben, trafen uns zum ungezwungenen Hotelsex. Ab jetzt in Regelmäßigkeit. Achtung, erster Tusch, er war in einer augenscheinlich intakten Partnerschaft und ich ja auch vergeben. Okay, kriegst deinen Tusch natürlich. Schon scheiße, von Anfang an war unser Agreement nur Sex, nicht mehr. Naja, wirst du jetzt gleich auch schreiben, denke ich, aber das steht immer unter keinem guten Stern sowas. Ich meine, wir können ja alle machen, was wir wollen, aber es ist halt nicht 5D, wo ich denke, wo wir langsam mal hingehen sollten. Es ist einfach nicht ehrlich. Es ist hintenrum. Dann den Arsch in der Hose haben und sagen, ja, ich gehe aus der Beziehung raus oder ich will offene Beziehung oder whatever. Ne? Steht für euch ein. Ne? Dann hat der Partner auch eine Chance, drauf zu reagieren. Er wird seine Familie nicht verlassen, das gleiche galt für mich. Ich höre dich schon lachen. Ich hatte törichterweise wirklich geglaubt, dass es funktionieren kann. Ja, ist ja auch menschlich. Leider falsch gedacht, nachdem ich das Ganze 4 Monate lief, trennte ich mich von meinem Mann einerseits, weil das tatsächlich unfassbar unvertretbar war für mich und mein Gewissen angetriggert hat. Andererseits, weil ich bemerkte, dass ich mich mehr und mehr zu meinem Arbeitskollegen hingezogen fühlte. Ja, wenn man schönen, toxischen Sex hat, kann das schon vorkommen. Und mich ausmalte, wie ein Leben mit ihm sei. Ich meine, ich sag's jetzt gerne nochmal, es ist jemand, der, ich meine, du natürlich auch, aber es ist halt jemand, der seine Frau betrügt. Ich meine, du gehst ja immerhin raus jetzt, aber glaube ich, hören werden eher nicht. Wie soll das Leben dann schon sein? Wird es natürlich auch betrogen werden, nehme ich mal an. Und wichtig ist, dass du natürlich deine Spielfläche da sauber räumst, ne? Klar. Wäre mein Vorschlag, aber gut, ich denke, ich weiß du eben. So. Auch ließ er mal wieder durchblicken, dass wir mittlerweile mehr als nur eine Affäre seien. Eine Affäre Deluxe. Affäre Reloaded. Aber immer noch eine Affäre, ne? Und dass er zunehmend unglücklicher sei. Ja, gut, wie wir wissen, sind Worte geduldig. Nächster Tusch, er hat seine Freundin nahezu von Anfang an 7 Jahre Beziehung regelmäßig betrogen. Immer nur körperlich, weil sie ihm die Art des Sex nicht geben konnte. Ich bin, also jetzt bauchgefühlmäßig, ich weiß nicht, bin ich sicher, dass an der Frau gar nichts falsch war. Das ist dann immer die Begründung. Ja, ich gehe fremd, weil ich nicht exakt den Sex kriege, den ich haben möchte. Das ist ja alles Quatsch. Also meistens geht es darum, dass man einfach was fürs Ego tun will. Thrill, Action, Ablenkung,
noch mehr Sex mit zwei Leuten, Sex mit drei Leuten, die sich um einen drehen, aber wahrscheinlich war gar nichts falsch mit der Person. Aber gut, regelmäßiges Betrügen ist einfach auch nochmal eine ganz andere Liga, so, ne? Das muss man schon echt sagen. Ich wohnte mittlerweile allein, sodass wir uns von nun an in meinen vier Wänden sehen konnten. Er besuchte mich maximal einmal die Woche, immer heimlich, beidseitig, Logi. Ja, und die Heimlichkeit hätte es ja nicht, diesen schönen toxischen Touch, ne? Aber es ist, wie es ist. Ne? Was soll man dazu sagen? Nach einem Jahr trennte er sich, okay, und zog ein halbes Jahr später aus. Okay, immerhin. Mhm. Das war ein schrecklicher Kampf und Krampf bis dahin, doch nichts tat sich. Ich hatte das Leiden Christi auf der Couch sitzen, geplagt von Schuldgefühlen, die er auf mich übertrug. Ohne dich hätte ich mich nie getrennt. So, jetzt bist du auch noch schuld dran, dass er sich getrennt hat, okay. Ja, soll auch zurückgehen. Also an so einem Punkt muss man wirklich, ich meine, man sollte sich in sowas, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, haltet euch fern von sowas. Aber da müsste man jetzt eigentlich sagen, ey, weißt du was, also geht zurück. Deswegen ist dieses Loslassen von Menschen so wichtig, ne? Dass die, ich würde euch wünschen, einschließlich mir, dass wir alle da hinkommen. Aber ich glaube, ich bin da ganz gut dabei jetzt so, aber geht es auch nicht um mich, ist auch egal. Dass man wirklich loslässt, ne? Dass man nicht mal so festhängt an Menschen und einfach guckt, was dann da bleibt, ne? Und da würde ich jetzt eiskalt sagen, ja, geh doch zurück, ist mir doch scheißegal, ey, geh zurück, mach, was du willst, aber jammer mich hier nicht voll, ne? Ich wollte nicht, dass meine kleine Familie kaputt geht, ich wollte nicht ein Wochenendpapa sein, ja, soll er zurückgehen, so, das ist ja nicht dein Problem, ne? Also wirklich, klar warst du jetzt ein Teil davon, aber mal, wir reden ja über jemanden, der chronisch fremdgegangen ist. Ja, dass das irgendwann seine Familie zerstört, kann man vielleicht voraussehen. So. Aber gut, viele, ich weiß ja nicht, was mit ihm ist, aber viele Leute, die so bindungsängstlich sind, das nenne ich immer Phantom-Ex-Trauern, unfassbar, der Ex hinterher. Ne? Und, aber wehe, sie würden wieder zusammenkommen, dann wird es natürlich auch wieder falsch sein. Ne? Das ist ja immer das Problem. Aber heute nicht unser Thema. Im Zuge der Trennung beichtet er seiner Ex-Freundin übrigens sämtliche One-Night-Stands und die Affäre / Liebe zu mir. Mhm. Er war übrigens der absolute Alleinherrscher über Nähe und Distanz, bestimmte ob, wann und wie lange sich getroffen wurde, legte sich nie fest, wich oft aus und kam immer unpünktlich, ja. Also auf jeden Fall zeigt da so dieses non-committed Verhalten, warum auch immer er es macht, aber ist natürlich aufreibend. Verstehe ich. Frage ist natürlich, warum, jetzt hat er sich schon getrennt, warum quält er seine Ex jetzt noch mit diesen Informationen? Das finde ich auch schon wieder, frage ich mich, ob das auch schon wieder so eine krasse Ego-Nummer ist. Ich kenne ihn ja jetzt nicht, aber was soll das? Also, will ja auch nicht zurück zu ihr. Was quält er dir jetzt noch, ne? Ey, naja, okay. Dass wir immer nur bei mir waren, brauche ich nicht erwähnen. Ja gut, das ist ja eine Sache, die sich sehr häuft in der letzten Zeit als Red Flag, wenn man immer nur in einer Wohnung ist. Ja. Das kann ja viele unschöne Gründe haben. Ich spule mal ein paar Gänge vor. Ich war einfach nur gefangen in diesem schrecklichen Buffet. Eine Runde nach der anderen. Am leckersten schmeckte der SEX und das war eigentlich auch das Einzige, was schmeckte. Gut, kennen wir auch als Red Flag, ne? Wenn nur Sex gut ist, schwierig. Alles andere versuchte Bauch- und Herzschmerzen. Ich wurde immer nur warm gehalten und wie warm gehaltenes Essen nach einer Weile schmeckt, weiß jeder schlecht. Zuerst wird es bitter, dann irgendwie ungenießbar, dann giftig und zum Schluss toxisch. Als Vorspeise gab es Future Faking und Love Bombing. Ich werde dich mal heiraten. Ich kann es kaum erwarten, dich zu zeigen. Also den finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ich kann es kaum erwarten, dich aus deiner heimlichen Ecke rauszuholen. Ja, dann mach's doch, ne? Also wie gesagt, wenn ihr so auf Future Faking stößt, dann müsst ihr, also ein super Umgang damit ist immer, also einfach ernst zu nehmen und zu sagen, ja, dann heirate mich doch, dann ist okay, gehen wir jetzt. Gut, er war jetzt wahrscheinlich verheiratet, aber lass uns schon mal alles planen. Oder ich kann es kaum erwarten, dich zu zeigen. Ja, lass uns machen. Jetzt. Zeig mich jetzt. Weil warum warten, ne?
Er ist Single, du bist Single. Aber so soll es ja nicht sein. Da ist ja kein toxisches Dreieck mehr. Das ist ja das Problem an der Sache. 2 von 200 Beispielen. Noch nie hat mich jemand so verstanden wie du. Bist die Liebe meines Lebens. Mein in Honig gebadeter Schmetterling. Versunkener Schatz im Meer meiner Seele. Nein, steht hier nicht. Ah ja, diese blumige Sprache. Ey, da möchte man sich echt auf den Bildschirm übergeben. Ne? Für dich möchte ich ein besserer Mensch sein. Gott, das ist schon echt schlimm, ey. Als Zwischengang gab es Gaslighting in unfassbar perfider Form, sodass ich schon fast an meinem Verstand zweifelte. Keine Beispiele nötig, da einfach alle schon in anderen Videos genannt wurde. Unzuverlässigkeit, Verlockung der Beziehung, Schuldumkehr, unfassbar anstrengende WhatsApp-Spielchen, krankhafte Eifersucht. Er wollte gerne meine Outfits bestimmen, die ich im Büro und Freizeit trug. Hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber wieder von seiner Partnerin getrennt und noch in irgendeiner Form committed. Oh yeah. Ich meine, gut, er hat auch seine Psychodynamik, ne? Und aber das finde ich immer lustig, das habe ich auch oft erlebt, beziehungsweise teilweise erlebt, oft gehört, dass Leute, die sich nicht binden können, dann trotzdem so unfucking fassbar eifersüchtig sind. Das finde ich. Ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen, aber scheinbar passt das in manche Köpfe offensichtlich. So selber illoyal sein, aber andere total quälen mit der Eifersucht, das ist schon... Naja gut, jetzt muss man eigentlich auch sagen, in diesem Fall, ihr kommt beide, das ist halt immer das Problem, wenn man beide fremdgegangen sind. Oder auch nur einer, ist eigentlich egal. Man schläft immer mit einem Auge offen, ne? Weil die Beziehung ist einfach... Ja. Wie soll ich jetzt mal sagen, illegitim? Ich meine, das ist natürlich heute auch gang und gäbe, aber irgendwo illegitim entstanden. Und dann denkt man natürlich immer, wird mir das auch so gehen? Und daraus entsteht natürlich auch wieder so diese Eifersucht manchmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Fall so ist. Ich vermute mal, der wäre auch so eifersüchtig gewesen, aber wie auch immer. Kombiniert mit Aggression, Türen knallen, kollegische Abgänge, Streit, Opportunismus, ließ sich gerne von mir bekochen, um Sorgen beraten, einladen, unterstützen. Naja, muss ich jetzt nicht sagen, was ist ja auch zugelassen, ne? Dass die Tür da nicht in beide Richtungen schwankt, brauche ich nicht erwähnen, nee, brauchst du nicht. Unverbindlichkeit, Unklarheit, Neid, Missgunst, Schwermut, Selbsthass, Pessimismus. Dieses Essen hat mir wohl die schlimmsten Bauchschmerzen beschert, die man sich nur vorstellen kann, und das über einige Jahre. Trotzdem habe ich immer wieder diesen giftigen Fraß bestellt und sie in den Auges runtergeschluckt. Meine armen Freunde, alles haben es gesehen, alle haben mit der flachen Hand vor die Stirn geklatscht und mich im übertragenen Sinne gerüttelt, geschüttelt, es brachte alles nichts. Ja gut, muss man glaube ich nichts zu sagen. Ganze 5 Versuche hat es gebraucht, bis ich mir endlich den Weg rausgefunden habe. Ja, 5 ist ja schon fast wenig, ne? Wie gesagt, das geht ja bis zu 15 oder noch mehr. Dass der Preis, den ich zahlte, unfassbar hoch ist, denke ich, klar. Aber ich nenne ja ein paar Positionen auf. Bei mir starke Gewichtsabnahme, permanente Übelkeit, Magenschmerzen, Albträume, generelle Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrhythmusstörungen, Verdauungsprobleme. Gut, ich will jetzt kein Arzt, obviously. Natürlich geht man mit solchen Sachen zum Arzt, aber vermute mal auch Herzrhythmusstörungen, jetzt dieses stolpernde Herz, die funktionellen. Aber sage ich jetzt mal so aus dem, was ich immer so lese, typisches Symptomset in toxischen Beziehungen. So, ne? Ja. Man ist einfach, saugt einfach das Leben aus einem raus, ne? Es redet sich alles nur noch um diesen Mann und diesen nahezu aufflossenden Wunsch nach einer echten Beziehung mit ihm. Ja, eigentlich ist man, denke ich, abhängig von den körpereigenen Drogen, Adrenalin, Dopamin. Also man kann es, aber ich will das jetzt, ich habe ja 1300 Videos, guckt sie euch an, wenn ihr neu seid. Man kann es auf eine körperliche Ebene, man kann es über intermittierende Verstärkung aufdröseln, man kann es über Kindheitsthemen aufdröseln, aber letzten Endes immer das Gleiche. Ja, sich fragen, wo man das macht. Rausgehen, Liebessucht abbauen, mehr Selbstliebe, Wunden angehen, nice, geiles Leben und so weiter.
die Schritte sind letzten Endes immer die gleichen. So. Mit ein paar Abwandlungen natürlich bei jedem, aber so. So, nachdem eine kalte Phase kam, hatte ich keine Kraft mehr und stieg aus. Weißt du, was mir die Augen geöffnet hat? Die Folge mit der einzigen Frage, die man sich stellen muss, wenn man in einer toxischen Beziehung ist. Wie gesagt, sollte ich hoffentlich verlinkt haben, sonst findet ihr auch so meinen Kanal. Es ist tatsächlich nicht wichtig, warum man das alles getan hat, sondern nur, wo ich das habe mit mir machen lassen und nicht ausgestiegen bin. Die Eimer waren leer und da konnte ich schon den Boden sehen. Darum war es wohl. Er hat die Eimer übervoll gemacht. Ein grandioses Gefühl. Genau, ist auch alles Thema in meinem Modul 1, wer das genauer für sich mal checken will. Man wird süchtig danach und redet sich ein, dass man so starke Gefühle hat, dass in jedem Fall die große Liebe sein muss. Dass sich wahre Liebe ganz anders anfühlt, hatte ich vergessen. Lieber Christian, lang dir weiß ich nicht, was Liebessucht ist und bin dabei, den Entzug nach und nach durchzuziehen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Er lässt mich nicht in Ruhe. Ja, das ist ja immer das, was ich immer wieder so lustig finde. Ne? Also dann die Beziehung ist schon beschissen und dann ist die Trennung auch noch beschissen, anstatt dass sie dann ganz leicht wäre. Aber ist natürlich nicht so. Ne? Und das ist natürlich, was ich auch immer sage. Ne? Ja, also man soll natürlich committen, ist natürlich scheiße, aber als Tankstelle soll man natürlich bitteschön nicht gehen. Dann ist Riesentrara, ne? Zuerst dachte ich, dass wir es friedlich und erwachsen lösen können. Ja, ironisch, sarkastisches Lachen. Er stimmte mir zu, dass es nicht gut fühlt mit uns, dass er mich nicht frei lieben kann und dieses Schuldgefühl und die Scham darüber, was er getan hat, sei zu groß. Ja, daran liegt das bestimmt. Dass ich was Besseres verdient habe, ja, kriegst du jetzt auch noch. Wir einigten uns auf null Kontakt, aber schon nach 2 Tagen geht's los. Ja, er respektierte halt deine Grenzen nicht, ne? Auch nicht in der Trennung, ne? Zig Erklärungen, 1000 Entschuldigungen, WhatsApp, Anruf, SMS, ich reagierte auf gar nichts, dann wurde er beleidigend, klar, Ego meldete sich zurück und war pisst, dass er mich nicht, dass ich ihn nicht mehr wollte, nachdem er sich dann, mich dann über Office-Kanäle, also Arbeitskanäle mehrfach kontaktierte, mal total im Riemisch rauscht, dann wieder total beleidigt. Ja, das ist dann immer so, dass man guckt, welcher Knopf funktioniert jetzt, ne? Beleidigen, Drohen, Lovebombing. Aber letztlich ist es auch nur dein Arschengel hier, ne? Der guckt, wo sind noch Lücken in deiner Rüstung. So, ne? Nachdem er auch das nur kurzzeitig anhielt, ist er nun blockiert. Ach so, du hast mir noch gebeten, dass das bitte gut sein lassen soll. Aber das hat ja hat nicht geklappt. Leider Gottes ist das auf Office-Kanälen nicht möglich. Das mache ich tatsächlich fertig und ich muss mich täglich zwingen, nicht in den Chat zu glötzen und zu überprüfen, ob er gerade schreibt. Mal gelingt es, mal nicht. Das macht es mir echt schwer. Ich traue mich jetzt nicht, damit zu meinem Chef zu gehen, weil A, es ist mir sehr unangenehm und B, ich fürchte, dass es dann richtig in Fahrt kommt und mir beruflich und privat schaden könnte. Ja, ich will jetzt nicht sagen, was du machen sollst. Ich wollte nur ein paar Gedanken dazu sagen, weil es ist ja auch noch nicht so lange her bei dir hier. Und das sind alles so Schritte der Befreiung, sage ich mal, ne? Auch vom eigenen Ego, auch von den eigenen Ängsten. Also er ist jetzt sozusagen dein Arschengel, der dir helfen soll, dass du deine Ängste loslässt. Jetzt könnten auch sein, dass es auch darum geht, aber ich, wie gesagt, das muss ich finden. Weiß ich jetzt nicht, was da richtig ist, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Auch die Ängste davor, ob das unangenehm ist, was dein Chef denkt. Auch die Angst davor, ob er dir dann schaden könnte, weil man was soll er machen irgendwie, ne? Weiß ich nicht. Weil das sind eigentlich auch häufig innere Kindängste und ist auch eine Gelegenheit, das zumindest mal anzugucken und mal zu prüfen. Und tatsächlich, ich kenne jetzt seine Situation nicht, deswegen kann ich da jetzt keine wirklich stichfesten Rat geben, aber so ganz allgemein auf Arbeitssachen empfehle ich tatsächlich schon, das offen zu legen, weil du hast ja hier nichts, offensichtlich, weiß ich nicht, bist du ja nicht seine Vorgesetzte oder irgendwie sowas, dass es auf der Arbeit irgendwie auch noch illegitim wäre, sondern und das kann ja passieren und wenn er sozusagen, also er lässt sich auf der Arbeit nicht in Ruhe und ja, ich empfehle schon häufig, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas dagegen spricht hier, aber ich empfehle schon häufig, das zu sagen, weil natürlich überhaupt nicht schön so, ne, aber dürfte sich jeder reindenken können, dass du da auch gern und dass du einfach in Ruhe gelassen werden möchtest, ist ja auch Menschenrecht, sag ich mal. Und da will ich mir schon überlegen und diese Gedanken, was dir so ein Minuspol alles antun könnte, sind häufig Sachen aus dem inneren Kind, wo man
wo sich so Sachen, also vor diesen übermächtigen Elternfiguren, die einen da malträtieren, und haben häufig nicht viel Basis, weil viele, also zumindest was wir hier so besprechen an Mails, viele, die da so Minuspol sind, sind auch wirklich so Schaumschläger, und wenn man die mal richtig den mal richtig von Karren fährt oder vielleicht eine, was weiß ich, Kontaktverfügung macht oder so, dann ist auch Ruhe. Nicht alle. Es gibt wirklich welche, die dann immer noch nicht aufhören und die haben, aber letzten Endes, ja, gut, das muss man dann nicht, das ist natürlich in der Mail, ich weiß nicht, kann man im Einzelfall jetzt immer nicht so hundertprozentig sagen, aber oft übertreibt man auch ein bisschen damit, was so alles. Was er jetzt, was soll er machen, ne? Keine Ahnung. Aber gut, man weiß es nicht. Ich kann es nur allgemein sagen, dass sich das häufig nicht gut anfühlt, aus Angst vor irgendwelchen Konsequenzen nicht für sich einzustehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und also in meinem Leben war das auch so ein Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles abgebaut habe, kann man glaube ich nicht sagen. Aber immer mehr in die Mitte zu kommen und immer weniger, ja, an sich zu zweifeln oder an seinem Weg und sondern wirklich ja einfach immer wieder sagt, was Sache ist, für sich einsteht und ja, das, was andere Leute dann meinen, einem machen zu müssen oder was sie dann noch nachtreten, ja, das dann einfach bei denen zu lassen, sage ich mal, und einfach zu denken, hey, ich gehe jetzt mal einen Weg und ja, lass mich da nicht aufhalten. Und aber letztlich musst du das wissen. Und aber das finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt hier in der Mail, an diesem Punkt, wo du da gerade stehst, sind, glaube ich, ganz viele. Und da gibt es sicherlich auch keinen richtig und keinen falsch. Vielleicht ist es manchmal auch richtig, nichts zu machen. Aber ich finde, also in meinem Leben hat sich das immer richtig scheiße angefühlt. Musst du für dich mal prüfen oder andere, die sich damit identifizieren können. Ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, noch mehr Ängste abzubauen, sagen wir mal. Und das geht auch darum, wieder nur um dich und nicht um den anderen hier. Ne? So. Aber da müsste ich, bis mal jetzt in deinem speziellen Fall nochmal, hast du ja scheinbar bestimmte Vorstellungen, wo er dir schaden könnte, ist das realistisch und was weiß ich, müsste man dann, musst du dir mal angucken dann, ne? So, schreibst du noch was dazu. Unter anderem damit, dass er meinem Ex-Mann erzählt, dass es einen warmen Wechsel mit 4 Monaten Überschnitt gegeben hat. Ja, gut, das aus meiner Sicht ist jetzt nicht so schlimm, weil, ja, mein Gott, du hast keinen umgebracht. Ihr seid sowieso getrennt und, also, das hätte aus meiner Sicht jetzt nicht viel Drohpotenzial, aber keine Ahnung. Ich befürchte, ich muss das einfach aushalten. Ich hoffe, dass er irgendwann Ruhe gibt. Ja, das Ruhe geben ist halt häufig viel schneller, wenn man einfach da noch härter gegen vorgeht, sag ich jetzt mal so, ohne jetzt den Einzelfall zu kennen. So, ne? Abschließend kann ich sagen, dass ich genau weiß, wo meine Themen sind. Verlustangst, sicher ein wenig verfügbar im Vatermangel, Selbstliebe, unerschönliche Sucht nach Bestätigung, Anerkennung. Genau, ja, das ist dann deine Spielfläche, die du dir jetzt angucken darfst, genau. Jetzt noch etwas, was ich mir schwer erklären kann. Optisch ist er null mein Typ. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass wir nicht in einer Liga spielen. Ja gut, eine Liga gibt es ja im Grunde genommen. Ist ja eh eine Frage, ob das nicht eine Illusion ist. Weil wenn jemand richtig in seiner Polarität ist, dann gibt es keine Liga. Aber tatsächlich hatte ich auch schon in vielen Videos gesagt, geht es einfach darum, dass eure Wunden scheinbar passen, ne? Dass er ein perfekter Arschengel für dich ist. Und das kenne ich von vielen Menschen, die sagen, habe ich schon ganz oft gehört, die sagen, also nach meinen sonstigen Ansprüchen oder dem, oder was meine Freunde mir auch rückmelden, sind sagen, null attraktiv oder vielleicht auch extrem ungepflegt. Das ist leider der Liebessucht egal. Die macht über alles so einen Dopamin-Zuckerguss drüber und naja. So. Mir wird von meiner Umwelt regelmäßig zurückgemeldet, dass eine sehr attraktive Frau sei. Ja, das, wie gesagt, solange man nicht richtig in der Selbstliebe ist, nützt es einem auch nicht so viel. Ne? Das Selbstliebe ist wirklich entscheidend. Hm.
Gut, ich glaube, wir lassen uns mal so dabei. In der Rückschau ist es unfassbar, wie ich das ausgehalten habe. Ich mache deine Kurse und suche deine Chills weiter durch und arbeite mal meinem geilen Leben. Denn eigentlich hat man ja alles bereits in sich. Genau, definitiv habe ich jede Menge Standards im Dealbreaker formuliert und musste mit Schrecken feststellen, dass ich vorher nahezu keinen hatte. Ja, willkommen im Club. In diesem Sinne, macht die Kurse und habt euch lieb. Danke dir für deine schöne Mail und wir sehen uns bald wieder.